Das ist ein aufgerüsteter CR7 mit kugelgelagertem Turbolader. Der saugt den Sprit. Und schraubt sich so richtig auf Tour. Wir sollten hier ein neues Gewinde reinbringen. Ja, genau. Hast du heute Abend schon was vor? Ich gehe mit Mia essen. Wenn du ihr das Herz brichst, breche ich dir auch was. Das wird nicht passieren. Ich möchte dir was zeigen. Habe ich zusammen mit meinem Dad gebaut. 900 Pferde, eingepfercht in ein Aggregat aus Detroit. Das ist ein Ungeheuer. Was denkst du, welche Zeit der in Palmdale gebracht hat? Da bin ich überfragt. Glatte 9 Sekunden. Oh Gott. Mein Dad ist gefahren. Das Ding hat so viel Drehmoment, dass sich die Karosserie beim Start verbogen hat. Er ließ sich gerade noch so in der Spur halten. Und deine Bestzeit? Damit bin ich nie gefahren. Wieso nicht? Weil ich vor der Kiste Schiss habe. Das ist mein Vater. Er war Profi-Stockcar-Rennfahrer. Im letzten Rennen der Saison driftete dann ein gewisser Kenny Linder in der letzten Kurve nach außen ab. Er erwischte meinen Vater am Kotflügel und drückte ihn mit 190 gegen die Mauer. Ich musste mit ansehen, wie mein Vater verbrannt ist. Ich habe mir eingebildet, ich hätte ihn schreien gehört. Aber die drumherum stehenden Leute sagten, dass er schon tot war, bevor die Tanks explodiert sind. Und dass ich es war, der geschrien hat. Eine Woche später ist mir Linda über den Weg gelaufen. Ich hatte einen Schraubenschlüssel in der Hand. Schlug ihn damit. Ich schlug so lange auf ihn ein, bis ich vor Erschöpfung meine Arme nicht mehr bewegen konnte. Er ist jetzt Hausmeister in einer Highschool. Kann nur noch mit dem Bus zur Arbeit fahren. Und ich habe ein lebenslängliches Verbot auf allen Rennstrecken. Für mich zählen bloß noch die Viertelmeilenrennen. Alles andere ist mir egal. Die Hypothek, der Laden oder mein Team und der ganze Müll, den die verzapfen. Nur in diesen knapp 10 Sekunden. Bin ich frei. Mal sehen, ob das überhaupt anspringt. Schickes Auto. Was muss man denn dafür so hinlegen? Mehr als du je haben wirst. Ist ein Ferrari. Gib's ihm. Was ist los, Brian?
Nichts, Mann, alles bestens. Hey, Mann. Ich sehe doch, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Tja, ich habe gute Tage und manchmal schlechte Tage, wie jeder andere auch. Brian, bewahr die Geduld, das ist dein Kapital. Und mehr habe ich nicht? Denkst du, ich kann meine Shrimps nicht bezahlen? Die Shrimps übernehme ich. Gerade darum geht's ja, Dom. Du verstehst es nicht. Ich will keine Almosen, ich brauche keine. Ich verdiene meine eigene Kohle, das war schon immer so. Ich würde nur gern nebenbei noch was scheffeln, so wie du. Was meinst du damit? Worauf willst du anspielen? Erklär du's mir. Nein, was meinst du damit, so wie... Versuch nicht... Ich bin nicht blind, klar? Das ganze Geld für diese scheiß aufgemotzten Kisten, die du hast, kannst du nicht... Das ganze Geld für deine aufgemotzten Kisten hast du auf keinen Fall nur mit dem Coffeeshop und der Werkstatt verdient. Also egal, was du da noch zu laufen hast, ich will einsteigen. Was ist das? Das ist eine Wegbeschreibung. Und wofür? Das siehst du doch. Zu Race Wars. Wenn du dich da gut anstellst, können wir reden. Was zum Vögeln findest du auf dem Hollywood Boulevard? Hier gibt's einen Adrenalinstoß. Und der macht zwei Riesen. Also was ist? Sag schon. Bist du dabei? Die Sache steht. Was liegt an, Jesse? Was hast du denn da an der Hand? Wagenpapiere als Einsatz. Ich mach's so wie du. Für welchen Wagen? Etwa den Jetta? Ja? Du kannst nicht den Wagen deines Vaters verwenden. Ist schon in Ordnung, ich verliere ja nicht. Der Blödmann fährt einen Honda 2000. Ich kann nur gewinnen. Später fahr ich zusammen mit meinem Dad, wenn er wieder aus dem Knast raus ist. Das wird schon. Die lochen ihn sofort wieder ein, weil er dich nämlich umbringen will. Scheiße, ich bin schon dran. Sieg vor. Du musst ihn dir bildlich vorstellen. Ich mein's ernst, hör auf mich, Mann. Gegen wen fährst du? Jesse, tu das nicht. Er hat bestimmt mehr als 100 Riesen in die Kiste investiert. Ah?
zu früh, Kleiner. Wir haben ein Problem. Was ist? Jesse. Wo fährt Jesse denn hin? Er hat das Auto verloren in dem Rennen gegen Tran. Oh, Scheiße. Wo will er hin? Ich nehme an zur Waschanlage. Los, besorg mir mein Auto. Was ist das für ein Ton? Wir sind hier nicht in deinem Viertel, Mann. Pass auf, wie du mit mir redest. Toretto! Komm zurück! Toretto! Nichts zu sehen. Die Bullen waren bei mir zu Haus. Das war eine Beleidigung für meine ganze Familie. Irgendjemand hat mich angeschissen. Hey, mach keinen Scheiß. Und weißt du was? Das warst du! Ja. In den Augen, wenn Dom irgendwo hinfährt? Was ist denn los mit dir? Komm schon, weshalb rast dein Bruder mitten in der Nacht irgendwo hin? Er hat's auf die Lastwagen abgesehen und das Nein, weißt du... Nein, Brian, welche Lastwagen? Sag doch nochmal. Was soll das? Hör mir zu. Dein Bruder ist unterwegs, um ein Ding zu drehen und wir verlieren kostbare Zeit. Die Trucker haben vor, sich zu wehren. Und selbst wenn der Überfall heute Nacht noch klappt, die halbe Polizei von Kalifornien wird hinter ihnen her sein, um sie zu schnappen. Wenn du deinem Bruder das ersparen willst, oder Letty, Leon und Vince, dann musst du jetzt mit mir losfahren und mir helfen. Mia, du bist der einzige Mensch, der jetzt noch irgendwas machen kann. Bitte, Mia. Bitte, hilf mir.